Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar der Herbstausgabe unserer Print Innovation Week. Ja, in der nächsten Dreiviertelstunde dreht sich alles um den neuen tragbaren Spektralfotometer Exact 2 von X-Rite. Und wie Joel gerade schon gesagt hat, können Sie auch bereits während des Vortrags Ihre Fragen in die Fragebox eingeben, die die Referenten dann nachher beantworten werden. Machen Sie gerne davon Gebrauch. Ja, und nun begrüße ich als Ihre Referenten Frank Beulicke und Hagen Herlitze. Frank Beulicke ist Key Account und Sales Manager bei X-Rite und Hagen Herlitze arbeitet für X-Rite Europe in der Anwendungstechnik als Teamleiter Print und Packaging. Und meine Herren, wir freuen uns sehr auf Ihr Webinar. Herr Beulicke, Sie werden den Anfang machen. Bitte schön, die Bühne gehört Ihnen. Vielen Dank, Herr Niemeyer. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier mit begrüßen zu dürfen und mit Ihnen jetzt kurz über das Thema Exact 2 in der Theorie sozusagen zu reden. Wir haben hier ein paar Folien vorbereitet, um Ihnen das Thema etwas oder das Messgerät etwas näher zu bringen. Den Hauptteil wird allerdings mein Kollege Hagen Herlitze im praktischen Teil übernehmen. Vor ungefähr ziemlich genau 4 Monaten haben wir das Exact 2 auf den Markt gebracht als neueste Generation der Farbmesstechnik. Und hier kurz so ein paar Leistungsmerkmale des Gerätes, sodass Sie ungefähr wissen, worum es geht, falls Sie nicht schon etwas von uns und dem neuen Gerät gehört haben. Ich möchte hier so ein paar Punkte eingehen, die dann zum großen Teil auch nachher von meinem Kollegen noch übernommen werden. Ein paar Leistungsmerkmale und Funktionen im Schnelldurchlauf. Der erste und wichtigste Punkt ist immer, treffe ich überhaupt das richtige Feld, um meine Messung zu machen? Das wird halt über ein neues Kamerasystem mit einer patentierten Technologie, der sogenannten Mantis-Videotechnologie gemacht. Sie haben entsprechende zuverlässliche oder zuverlässige Prüfung der Messfelder. Das heißt, Sie können genau sehen, was Sie messen. Und Sie haben über die Funktion Digital Loop in dem mittleren Kasten die Möglichkeit, sogar Bilder von dem entsprechenden Messfeld zu machen, um die dann später in irgendeiner Dokumentation mit zu verwenden. Weniger Zeitaufwand durch durch die intuitive Menüführung. Wichtig immer, wenn man an einer Printkonsole oder einer Maschinenkonsole arbeitet und man muss den Arm relativ lang ausfahren, weil man ein großes Format hat, hilft halt hier ein neues aufklappbares Display, mit dem man wirklich immer noch sehr genau sehen kann, welches Feld visiere ich denn an und wo genau mache ich jetzt meine Messung, beziehungsweise halt auch meine scannende Messung. Weitere Funktionen oder Leistungsmerkmale ist auch, dass ich keine Verunreinigung der vielleicht vorhandenen feuchten Druckfarbe habe, weil wir hier mit einer berührungslosen Messung arbeiten. Das heißt, es gibt keinen direkten Kontakt zwischen Messgerät und dem eigentlichen Messfeld. Gerade bei entsprechenden nassen Mustern sehr wichtig. Ein wichtiger Punkt ist auch die Überprüfung des Gerätes. Natürlich gibt es weiterhin Tools wie den NetProfiler und natürlich auch entsprechende Serviceangebote, um die Geräte zu prüfen. Aber gerade in größeren Firmenbereichen, wenn ich eine große Flotte an Geräten habe, hilft halt unser neues Link-Dashboard, um hier zentral eine Übersicht über den Status der Messgeräte zu haben, sozusagen über die Gesundheit und Genauigkeit der Geräte. Also hier werden alle Informationen zum Gerät, zum Status des NetProfilers, zum Service-Status und auch zum Garantiestatus aufgeführt und sind für jeden dann ersichtlich und auch nachvollziehbar. Ein wichtiges Thema weiterhin ist auch das Arbeiten ohne lästige Kabel, sprich, kabellos mit dem Gerät durch die Gegend laufen. Bisher, wenn Sie die erste Generation der Exact-Geräte kennen, haben wir das über Bluetooth organisiert. Nun haben wir das geändert auf eine WLAN-Verbindung oder Wi-Fi-Verbindung, die halt deutlich besser geeignet ist, weil sie auch eine größere Reichweite hat. Und damit kann ich halt ohne das lästige USB-Kabel jederzeit das Gerät mit dem Rechner
kombinieren. Das Workflow-Management ist natürlich auch immer wieder ein wichtiger Punkt. Das heißt, wie kann ich denn das Gerät in meinen Farbmanagement-Workflow einbauen, sei es im Thema Farbrezeptierung über die Ink-Formulation-Software oder in der Qualitätssicherung über die Color-Cert-Software. Hier ist halt eine wesentlich bessere Integration gegeben, dadurch, dass ich halt zum Beispiel Color-Cert-Jobs von meinem Rechner direkt ins Gerät reinladen kann und dort entsprechend mitmessen kann. Immer wieder wichtig, auch das Thema Farbstandards im Gerät bereit zu haben. Vielleicht kennen Sie aus alten Geräten oder älteren Geräten besser gesagt die Möglichkeit, eigene Farbbibliotheken in das Messgerät reinzuladen, die mit Standard digitalen Pantone-Bibliotheken zu arbeiten oder mit Pantone-Live-Daten zu arbeiten. All das ist natürlich auch mit dem neuen Gerät entsprechend möglich. Und zu guter Letzt gibt es halt noch die Möglichkeit, umzuschalten zwischen einer Spot, also einer Einzelmessung, und einem Scan-Modus. Das heißt, Sie können im Gerät ohne zusätzliches Zubehör auch eine entsprechende Scan-Messung durchführen, die dann natürlich auch in eine externe Software übertragen. Nochmal im Überblick das Ganze, so die wichtigsten Funktionen, wenn ich oben links anfange, das Display, es ist 30% größer als bei bisherigen Geräten. Es ist kippbar bzw. hochklappbar, sodass ich halt auch auf schrägen Konsolen oder mit einem langen Arm entsprechend gut das Druckmuster oder den Druckpunkt anvisieren kann. Natürlich robustes Design. Das Gerät muss für den Druckbereich nutzbar sein. Das heißt auch entsprechender Schutz vor Staub, Puder etc. ist hier mitgegeben. Sie haben natürlich die Messung mit allen entsprechenden Filtern, sei es No-Filter, Pol-Filter, M1-Filter oder wie auch immer. Und Sie können das auch entsprechend einstellen, sodass Sie nur mit einem oder mit mehreren Filtern arbeiten. WLAN hatte ich eben gerade schon angesprochen, größere Reichweite als Bluetooth bisher. Sie können damit entsprechend die Geräte kabellos ansteuern und nutzen. Und was auch neu ist, ist die Docking Station, die Sie unten sehen. Hier habe ich den Kalibrationsstandard, sprich das Absolut Weiß eingebaut, was auch entsprechend geschützt ist über eine Kappe. Und ich habe die Möglichkeit, mit einer Docking Station mehrere Geräte zu kalibrieren. Das heißt, in dieser Docking Station, kann man leider auf diesem Bild nicht so gut sehen, ist ein QR-Code eingebaut. Und in diesem stehen die ganzen Informationen zu dieser entsprechenden Weißkachel, sodass ich alle möglichen exakt zwei Geräte auf einer Kachel kalibrieren kann. Das war bisher auch noch nicht so der Fall. Kurz in der Zusammenfassung: Das Ökosystem. Die Benutzererfahrung zeigt, wir brauchen Verbindungen zu Farbrezeptierung, zu Pantone Live, zum Net Profiler, um die Geräte zu prüfen. ColorCert, entsprechende Dienstleistungsmöglichkeiten und halt als neues Dashboard auch das X-Rite Link. Sie sehen, wir haben im Logo des neuen Gerätes, ups, das war einmal zu schnell, ein großes X eingebaut und dieses X heißt ganz einfach nicht nur ein Teil des Wortes exakt, sondern entsprechend zuverlässige Farben. Dies soweit zu der entsprechend blutigen Theorie. Das heißt, zu den ganz überblicklichen Punkten, das ist jetzt schlechtes Deutsch, Entschuldigung. Aber ich bin damit soweit durch. Stehe natürlich gerne für Fragen zur Verfügung im Fragen- und Antwortteil und würde jetzt an meinen Kollegen übergeben für die entsprechende Praxis. Jawohl, vielen Dank, Frank. Dann nehme ich mal hier das Steuer. Und dann würde ich, was ich immer ganz charmant finde, gucken wir uns die ganze Geschichte einmal in der Praxis an. Das heißt, Frank hat schon sehr schön dargelegt, was das neue Gerät alles kann. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sich das verhält in der täglichen Arbeit. Ich schalte mal meine Kamera um zu etwas, was ein bisschen spannender ist als mein Gesicht. Und zwar sehen wir hier schon das neue Messgerät. Kleiner Hintergrund. Das
Das Exaktgerät der ersten Generation, was Sie hier oben sehen, was gerade in meinen Händen sich befindet, ist mittlerweile auch schon 10 Jahre auf dem Markt und hat eine relativ hohe Marktdurchdringung erfahren und ist relativ erfolgreich. Und die Überlegung war, okay, wenn wir jetzt noch ein Exakt 2 machen, wenn wir einen Nachfolger machen, dann sollte das ganze Gerät natürlich so konzeptioniert werden, dass den Benutzern, die bereits ein Exakt haben, die Pain Points, die sie vielleicht hatten, oder die Sachen, die nicht so, ja, wie sagt man auf Altdeutsch, nicht Pain Points, sondern die Sachen, die nicht so toll befunden wurden, wie können wir das lösen? Wie gesagt, die Konsequenz, die sich daraus ergeben hat, das ist das Exakt 2. Und die erste Sache, die auffällt, wenn man jetzt beide Geräte nebeneinander hält, ist, dass das Exakt 2 geringfügig länger ist als das Exakt 1, was dem Umstand geschuldet ist, dass, was wir auch sehr schön sehen können, das Display nochmal ordentlich vergrößert wurde. In Franks Präsentation stand drin, 30% größerer Screen. Das hat zwei Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben. Zum einen ist die Anwendung der Applikation. Es ist möglich, auf dem Gerät direkt mit Stand heute, mit ColorCert, unserem Flaggschiff, wenn es um Software geht, für den Packaging-Bereich, sich komplett zu verbinden. Das bedeutet für die Praxis, für den Drucker. Früher war es so, der Drucker brauchte also ein PC, auf dem die Software läuft, und das Messgerät selbst diente dann als Messkopf. Und der Drucker musste dann zwischen der Applikation am PC und dem Messgerät immer so ein bisschen hin und her jonglieren. Das ist mit diesem Gerät ein bisschen einfacher. Das heißt, was hier passiert in der Praxis denn, wenn man sich dafür entscheidet für eine solche Lösung, ist, dass man auf dem PC als Anwender den Job startet und der Rest komplett über das Gerät läuft. Das heißt, das Display ist groß genug, dass wir alle Informationen bequem darlegen können und dass der Drucker halt komplett durch den Job navigieren kann innerhalb des Gerätes. Ist der Auftrag dann beendet, beendet der Kollege oder der Anwender das dann an der entsprechenden Arbeitsstation und dann ist der Prozess beendet. Das bedeutet für den Anwender weniger Fußweg, weniger hin und her und er kann sich besser konzentrieren auf das, was am wichtigsten ist, die Produktion zu überwachen. Das ist der erste Grund, warum wir ein größeres Display haben. Der zweite Grund ist, wir haben die Messtechnologie, also den tatsächlichen Prozess, wie gemessen wird, wie die physikalische Messung aufgenommen wird, haben wir nochmal verändert. Bei dem alten Gerät war es so, dass das Ansteuern der Probe über ein Zielfenster erfolgte. Das heißt, wir haben hier unten so ein kleines Zielkreuz und der runde Fleck ist praktisch mein Messfleck, den ich messen möchte. Jetzt ist es so, für den Anwender bedeutet das, ich muss mein Gerät einmal platzieren auf meiner Probe und dann das Gerät einmal runterdrücken. Und bei dem alten Exakt war es so, dass die Messung dann durch diesen kleinen Widerstand ausgelöst wurde und die Messung dann System war. Das Ganze hat zwei Nachteile. Das eine ist, ich muss zum einen das Gerät immer offen haben und gucken, wo bin ich gerade. Und zum anderen habe ich den gewissen mechanischen Weg. Das ist bei dem Exakt durch diesen Tacker gelöst. Marktbegleiter haben eine andere Lösung gefunden. Die haben so ein kleines Teil, was sich rein und raus bewegt zum Beispiel. Häufig ist es so, wenn ich jetzt wirklich sehr kleine Messelemente habe, dann kann schon mal so eine kleine Bewegung ausreichen und ich kriege eine unsaubere Messung. Und dann ist es für den Anwender relativ schwierig, dann natürlich einen stabilen und sauberen und validen Prozess zu haben. Das heißt, wofür wir dann uns entschieden haben, für welche Lösung, ist das Videotargeting. Auf gut Deutsch, wir nutzen ein Kamerasystem, um eine Messung vorzunehmen. Keine Sorge, ich zeige das gleich nochmal in der Software, wie das genau aussieht. Das ist jetzt wahrscheinlich durch die Kamera schwer zu sehen. Aber vom Prinzip ist es so, dass die Kamera filmt, wo ich mich bewege und Sie sehen einen kleinen Kreis auf dem Display und hier kriegen Sie einen Indikator, wo bewege ich mich gerade auf meiner Probe. Also wenn ich die Messung auslöse, habe ich kein Bewegen mehr, kein bewegliches Teil am Gerät. Das Gerät selbst ist stabil und sauber und ich kann, ja, Millimeter genau meine Probe korrekt aufnehmen und dann vermessen. Was auch noch auffällt, ist das, was der Kollege auch schon gesagt hat, Frank, wir haben die Möglichkeit, das Display zu neigen. Das heißt, früher war es auch häufig, was wir auch häufig beobachtet haben in der Praxis, der Anwender steht an der Maschine, macht seine Messung, drückt das Gerät runter und wenn es eine angewinkelte Konsole ist, wo die Probe drauf liegt, wird das Gerät dann immer automatisch dann so genommen und geguckt, oh, wo bin ich gerade? Auch das, um das Leben zu erleichtern. Jetzt kann ich bequem mein Display hochziehen,
klappen und ich sehe immer, wo ich gerade bin. Und das macht dann auch, das ist dann auch nochmal etwas charmanter und etwas leichter dann für die tägliche Anwendung. Was noch anders ist gegenüber dem alten Exakt, bei dem alten Exakt war eine Scanlösung dann möglich, wenn man einen Schlitten montiert hat auf dem Gerät. Das heißt, das Exakt hat keine Räder, das alte. Das hatte eine Schlittenlösung, das hat man drauf montiert und dann konnte man mit dem Gerät scannen. Hier haben wir es für eine Lösung entschieden mit Rädern. Das heißt, das neue Exakt 2 kommt auch immer automatisch gleich als Scangerät mit dazu. Der Anwender kann also entscheiden, möchte ich einen Einzelplatz, eine Einzelmessung vornehmen oder möchte ich eine Scanmessung vornehmen. So viel zur Hardware. Schauen wir uns einmal an, wie die ganze Geschichte aussieht, wenn ich Ihnen das ein bisschen über einen Remote Control zeige, was auf dem Display passiert. So, ich hoffe, Sie können jetzt meinen Bildschirm sehen. Dann sollten Sie jetzt die Exakt 2 Suite sehen. Kleiner Hintergrund, was ist die Exakt 2 Suite? Das ist ein kostenloses Tool. Das kommt mit dem Exakt 2 mit. Das können Sie von unserer Homepage heute auch schon runterladen. Wie gesagt, kostet nichts, ist frei verfügbar und ist so eine Art Hub, um die Geräte zu verwalten. Das heißt, Sinn und Logik von dieser Software ist, ich könnte hier alles vordefinieren, voreinstellen und von hier bequem auf die Geräte verteilen. Sie sehen, mein Gerät ist gerade per Wi-Fi mit dieser Software verbunden. Das funktioniert nicht nur für die Exakt 2 Suite. Auch andere Applikationen von uns aus unserem Hause können sich per Wi-Fi mit diesem Gerät verbinden und kommunizieren. Hat den großen Vorteil, ich habe keinen Kabelsalat mehr, ich muss keine Kabel hin und her schleppen. Ich packe das in mein Wi-Fi und solange das Gerät in meinem Haus umherwandert, in meiner Druckerei oder wo auch immer ich das Gerät einsetze, solange es in meinem Wi-Fi drin ist und auffindbar ist, kann ich es ansteuern von den verschiedenen Software. Punkten. Das bedeutet, auch hier wieder ein Anwendungsbeispiel, das ist die schönste Anwendung eigentlich. Wenn ich jetzt drei Geräte davon im Einsatz habe und ich habe eine Kundenfarbe und die liegt mir vielleicht als CXF, also als digitaler Fingerabdruck vor, kann ich diesen Hub benutzen, auf alle Geräte, die in meinem Wi-Fi drin sind, zugreifen und von dort sagen, schieb mir diese CXF-Datei auf meine Geräte drauf. Die Drucker kriegen es dann automatisch auf ihr Gerät und können dann damit arbeiten. Das heißt, für die Drucker fällt es weg, mit dem Gerät irgendwo hinzugehen, es anzustöpseln, die Bibliothek rauszusuchen. Das kann alles zentralisiert funktionieren dann an der Stelle mit der Exakt 2 Suite. Mit einer Softwarelösung, natürlich, dann ist das alles nochmal ein bisschen feiner und ein bisschen besser, wenn wir bei ColorStör zum Beispiel unterwegs sind. Exakt 2 Suite kann hier allerdings auch schon durchaus den Workflow etwas erleichtern. Was vielleicht noch ganz interessant ist zu erwähnen, das hat Frank auch schon gesagt, Pantone Live ist kostenlos mit dabei. Das heißt, wenn Sie sich für ein Exakt 2 oder für ein X-Ray-Produkt entscheiden, da gibt es halt immer diese Solid Coated, Uncoated, Pastello und Neon Coated, Uncoated, gibt es kostenlos immer dazu. Hat den großen Vorteil, wenn Sie jetzt noch mit diesen physischen Farbfächern von Pantone arbeiten, hier haben Sie tatsächlich die Referenz, mit denen auch diese physikalischen Fächer gedruckt werden. Das macht den Workflow auch nochmal schlanker. Dann kann man natürlich dann gegebenenfalls dann nochmal ein paar Sachen wegmachen und sich dann darauf konzentrieren, wirklich valide Ergebnisse zu erzielen mit den digitalen Pantone-Werten. Gut. Was wir uns jedoch eigentlich angucken wollen, ist hier unten die Remote Control. Denn hier kann ich jetzt mein Gerät praktisch einmal an meinen Monitor weitergeben und Sie können mir über die digitale Schulter gucken und mir zuschauen, was ich auf dem Gerät selbst gerade tue. Jetzt ist er gerade, meckert er kurz mit mir und sagt, naja, wäre schön, wenn ich ein USB-C-Kabel anschließen würde. Da wäre die Übertragung ein bisschen schneller, was okay ist. Wir bleiben jetzt mal beim Wi-Fi, einfach nur damit ich es demonstrieren kann. Hat halt den Nachteil, dass das ein bisschen länger dauert, bis das Aktuelle hier auf dem Bildschirm ist. Aber ich lasse mir da ein bisschen Zeit und dann sehen Sie auch das, was ich gerade tue. Ja, und jetzt sind wir schon mitten drauf auf dem Gerät. Das heißt, hier sind wir jetzt auf der Bedienoberfläche. Für die Leute, die das alte Exakt noch kennen, das Exakt 1, von der Logik hatte das alte Exakt eine Benutzeroberfläche wie ein Smartphone. Das heißt, da war wirklich die Überlegung, okay, wir haben halt ein Display und dort können wir verschiedene kleine Knöpfe anlegen und Applikationen anlegen und da kann man das verwalten und kann sich das alles konfigurieren, wie man möchte.
hatte den großen Vorteil, dass es sehr stark konfigurierbar war, hatte den großen Nachteil, dass es sehr stark konfigurierbar war. Das heißt, für ein paar Leute war das eine sehr schöne Funktionalität. Für viele, die gesagt haben, naja, ich will das Gerät aus dem Karton nehmen und ich will damit anfangen zu arbeiten, war das dann nicht so toll. Daher haben wir gesagt, okay, wir überarbeiten auch das User Interface, also die Benutzeroberfläche auch nochmal. Und Ziel der Benutzeroberfläche war es, mit so wenig Klicks wie möglich, maximal zwei, an jede relevante Funktion zu kommen. Das heißt, wenn Sie sich entscheiden, das Gerät ohne Software zu nutzen, sondern einfach nur als Messgerät, als Standalone, dann können Sie das relativ bequem tun, ohne großartige Konfiguration. Im Großen und Ganzen, links ist ja mein Display, hier rechts müssen Sie sich vorstellen, ist der Körper von meinem Messgerät und mein Finger, der gerade durch meine Maus symbolisiert wird, mit dem navigieren Sie das Gerät durch. Oben rechts sehen wir das klassische Burger-Menü. Hier kommen wir in jede einzelne Option des Gerätes rein. Ich mache das einmal auf und da sehen wir schon im Großen und Ganzen, die Logik von dem Gerät ist, wir unterteilen eigentlich in drei Strukturen. Das heißt, der Anwender muss wissen, möchte ich eine Dichtemessung machen? Ganz klassisch zum Beispiel Mary Davis, Tonwerte fallen auch unter die Dichte-Kategorie. Möchte ich eine farbmetrische Messung machen? Wäre es jetzt hier der Color Screen? Oder möchte ich mehrere Farbinformationen oder Auftragsinformationen bündeln? Dann würde ich das unter Jobs machen. Hier kann also der Benutzer schon durchaus definieren, was möchte ich tun und dementsprechend dort hinkommen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel für Color entscheide, für die Farbe, bin ich jetzt hier schon in dem Bildschirm, den ich vorher schon angezeigt hatte. Und jetzt aktiviere ich einmal den Messknopf. Und dann springt meine Kamera auch schon an. Und ich hoffe, die Farben sind einigermaßen akkurat dargestellt über die Übertragung. Und dann kann ich sehen, was ich praktisch gerade was ich unter meinem Messgerät befinde und was ich messen möchte. Mit einer zweiten Messung, wenn ich die auslöse, kriege ich meine LAB-Werte und kann hier schon zum Beispiel das nutzen, um verschiedenste Funktionen zu nutzen. Das Gerät zum Beispiel kann eine automatische Suchfunktion haben, dass man jetzt sagt, ich mache eine Messung, du sagst mir, welcher Pantone-Farbton das ist, liebes Gerät, und sagst mir, wie nah ich rankomme. Sagen wir mal zum Beispiel, Anwendungsfall ist, der Kunde oder irgendjemand kommt mit einem physischen Muster und sagt, ich hätte gerne diesen Farbton reproduziert. Ich habe aber keine Ahnung, was das sein soll. Dann kann ich natürlich zum einen entweder einen LAB-Wert aufnehmen oder ich sage dem Gerät, such mir mal den Pantone-Farbton raus, der da am nächsten kommt und dann habe ich schon meinen korrekten Farbton und kann von dort aus mit Pantone-Farben weiter kommunizieren, was das auch nochmal ein bisschen leichter macht. Was ich ganz noch hier zeigen wollte, was noch ganz schön ist, Sie sehen ja diese kleine Kamera. Funktion. Das ist die Lupe. Da wir ja mit einer Kamera arbeiten, haben wir auch die Funktion eingebaut, diese zu nutzen, um auch Fotos zu machen, direkt auf dem Gerät. Ich löse jetzt nochmal eine Messung aus. Jetzt war ich gerade zu langsam. Ich hüpfe nochmal rüber. Dann machen wir eine Messung. Und dann sehen wir, hier ist jetzt das Foto, was ich gemacht habe. Und dort kann ich bis zu 10-fach hineinzoomen. Und mir praktisch den Druck, den ich habe, noch ein bisschen anschauen, um gegebenenfalls kleinere Defekte festzuhalten oder ein bisschen zu gucken, wie steht mein Punkt. Also hier sehen wir jetzt zum Beispiel, dass das Druckprodukt, was ich habe, einen relativ unscharfen Punkt hat, ein bisschen unruhig ist. Dafür ist es eine recht schöne Funktionalität. Ich kann die ganze Geschichte speichern und auch an den Exakt-Manager weiterschicken. Das heißt, als Anwender, ich habe eine Nachtschicht, einen Druck, finde dort einen Defekt, halte das hier einmal fest, fotografiere das einmal, schicke das rüber und der Schichtleiter oder der Teamleiter kann am nächsten Tag definieren, ja, haben wir hier ein Problem oder liefern wir das so aus. Wie gesagt, bis zu 10-fach ist der Zoom drin und wenn der Drucker gerade keinen Farbenzähler zur Verfügung hat, kann er sich hiermit auch noch behelfen zur Not. Gut, eine Sache will ich noch ganz gerne zeigen und zwar ist das die Funktionalität des Scannens. Wie funktioniert denn das Scannen mit dem neuen Gerät? Jetzt habe ich schon gesagt, dass das Gerät an sich schon eine integrierte Scan-Funktion hat, so dass man da nicht irgendwelche Teile hin und her wechseln muss, sondern das Gerät kommt schon immer ausgeliefert. Und das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen einmal dem Gerät mitteilen, wogegen wollen wir denn messen. Ich gehe jetzt hier einmal auf Jobs und dann öffnet sich ein neues Fenster und
Das Gerät kommt vorkonfiguriert mit den gängigen Industriestandards, wenn es, die sich an der ISO-Norm 12.4672 orientieren. Das heißt, Seagate für, das ist jetzt für G7, das ist jetzt für uns nicht wahnsinnig interessant, aber wir finden zum Beispiel die FOGRA-Charakterisierungsdaten, die kriegen Sie auch mitgeliefert, oder ein PSO-Template. Also das müssen Sie nicht selbst definieren, das ist alles schon drauf. Für das, was ich jetzt machen will zum Spielen, nehme ich jetzt mal den Job, der sich hier Color Basic schimpft. Den wähle ich einmal aus und dann lande ich hier schon drin. Das heißt, da sind schon Messungen drin. Ich habe damit schon mal ein bisschen gespielt. Was ich dann machen kann, ich kann dann entweder mich entscheiden, ich mache eine Einzelmessung oder ich löse hier einfach den Messknopf aus an meinem Gerät. Die Ansicht springt wieder rum, meine Kamera geht an, sodass ich hier wieder zielen kann. Aber ich möchte nun jetzt keine Einzelplatzmessung mehr machen. Das sehen Sie hier links. Also das wäre jetzt praktisch, ich nehme nur eine Messung auf für das Papierweiß. Ich möchte jetzt scannen. Dann gehen wir hier einmal rüber. Und was das Gerät mir dann zeigt, ist zum einen rechts der Farbkontrollstreifen, den ich definiert habe in diesem Auftrag. Und auf der linken Seite ein kleines Lineal, wo ich sehen kann, ja, wo scanne ich gerade in die richtige Richtung oder komme ich vielleicht gerade ein bisschen ab von meinen Farbkontrollstreifen. Das heißt, für den Anwender auch hier, es ist jederzeit eindeutig zu sehen, messe ich gerade das Richtige oder arbeite ich gerade vielleicht ein bisschen unsauber und kriege irgendwelche Daten, die ich vielleicht gar nicht haben möchte. So, jetzt suche ich mal meinen Farbkontrollstreifen raus, den ich definiert habe. Dieser ist es hier. Löse die Bremse. Und wenn ich den Messknopf auslöse, oh, jetzt ist mal gerade mein Gerät rausgegangen aus meinem Wi-Fi. Eine Sekunde, schalten wir es wieder rein. Na nu, jetzt will er nicht mehr mit mir reden. Jetzt wollte ich Ihnen ganz gerne das noch zeigen. Lassen Sie mich mal schnell schauen. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Das ist alles drin. Das sollte da sein. So, lassen wir noch einmal testen. Wie gesagt, das würde ich ganz gerne noch zeigen wollen. Ah, okay. Schade, hätte ich Ihnen jetzt ganz gerne einmal gezeigt. Allerdings habe ich vorhin mein Wi-Fi umgestellt, deswegen meckert er gerade mit mir wahrscheinlich. Sinn der ganzen Sache ist tatsächlich, dann gehe ich einmal zurück. Ziel ist also, man kriegt ein kleines Lineal, kann sehen, was man gerade scannt und kriegt dann sofort die Rückmeldung auf den Display. Das bedeutet, ich kann auch komplexere Jobstrukturen auf dem Gerät festlegen und vordefinieren, diese einmal abscannen, kriegt sofort eine Rückmeldung über meine, was auch immer ich definiere, meine Tonwertspreizung, meine Farbannahme, also mein Trapping oder die Farborte meiner Primärfarbdaten. Gut. Jawohl, dann bin ich genau in der Zeit geblieben. Dann würde ich sagen, eröffnen wir den Reigen der Fragen, die dort kommen mögen. Ja, vielen Dank, Herr Herlitze. Und wir haben eine Menge Fragen. Ja. Starten wir einfach der Reihe nach. Oder nee, wir clustern uns ein bisschen. Die erste Frage ist, auf was kommt denn das neue Gerät preislich? Also Sie haben gesagt, der Bildschirm ist 30% größer. Wie sieht es mit dem Preis aus? Also, es ist eine sehr interessante Frageführung. Also, man muss zum einen wissen, dass es zwei verschiedene Modelle gibt: das Standardgerät und das Plusgerät, was halt erweiterte Funktionalitäten hat. Wir bewegen uns da in einem Rahmen von ganz grob gesagt 7.000 bis 8.000 € in den Geräten. Kommt immer auf die Konstellation an. Es gibt natürlich dann die Pakete mit Software oder ohne Software und das müsste man dann aber in dem jeweiligen Bereich genau definieren und besprechen. Okay, dann handelt es sich bei der WLAN-Verbindung um eine Wi-Fi-Direct-Verbindung oder binde ich das Gerät ins WLAN ein? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Grundsätzlich ist es so, dass man es direkt in das WLAN mit einbindet, welches man bereits hat. Das heißt, das Gerät selbst fungiert nicht als WLAN-Hotspot.
sondern man bindet es in ein existierendes WLAN mit ein. Und passend dazu auch möchte jemand wissen, ob solche Wi-Fi-Connection-Abbrüche wie gerade, ob das häufiger vorkommt oder ob das jetzt einmalig war. Nö, das passiert, wenn man wie ich mehrere Wi-Fis hat und gerne damit rumspielt. Okay. Dann, welche minimale Patchgröße kann gemessen werden? Das ist abhängig davon, für welche Messblendengröße man sich entscheidet. Also minimal sind 2 mm. Gut. Dann eine Frage. Wie hoch ist die Auflösung des Displays? 320 mal 240 Pixel. Dann geht es hier weiter. Ja, zur exakt 2 Suite gibt es Fragen. Erste Frage lautet, welche Exportformate gibt es? Und vielleicht noch im Zusammenhang, kann auch eine andere Webanwendung außer ColorCert Messdaten exportiert werden? Zur ersten Frage, welche Dateiformate? Grundsätzlich der ISO-Standard, das CXF-Format wird hier unterstützt und auch exportiert an der Stelle. Anwendung andere ist, sind wir jetzt Stand heute bei ColorCert, Stand morgen, wir arbeiten daran, dass wir so viele wie möglich mit an Bord haben natürlich. Also die Frage war ja nach webbasierten Anwendungen. ColorCert selbst ist eine Desktop-Anwendung. Andere Desktop-Anwendungen von uns funktionieren auch so. Das heißt, man kann die praktisch übers Wi-Fi steuern. Die Frage nach einer webbasierten Anwendungssoftware, da müsste man gucken, welche gemeint ist. Und dann könnte man drüber, wie gesagt, aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie die Roadmap aussieht und wann welche Unterstützung dazu kommt. Aber es steht auf jeden Fall drauf und das ist das große Ziel. Okay, also vielleicht auch nochmal ein Anlass, um nochmal nachträglich mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Dann nehmen wir die Frage hier. Muss das Gerät mit einer explizit kleinen Messblende bestellt werden oder ist standardmäßig die kleinste Blende verbaut? Nein, das kann man sich aussuchen, wenn man die Bestellung auslöst. Da beraten wir auch gerne. Es gibt 4 Messblenden, 1,5, 2, 4 und 6 Millimeter. Da gibt es immer den, Frank, du hast da so einen schönen Spruch, so groß wie... Ja, das ist immer so groß wie möglich, so klein wie nötig. Genau, das ist so die Daumenregel hier. Gut. Alles auch gelernt, dann kann ich auch Proof-Messungen, Verifikationen durchführen. Ja, wenn ich meine Standards, meine Zielvorgaben habe, dann kann ich damit auch einen Proof gegenmessen natürlich. Kann man 4C-Werte anzeigen lassen? 4C-Werte, also ich vermute mal, alle Dichten sind damit gemeint. Das ist möglich, da gibt es eine Funktion, aber ich vermute mal, das ist gemeint, also alle Dichten. Also die 4 Komplementärfilter, die 4 Kanäle, die man für die Separation nimmt, da kann man sich dann das anzeigen lassen. Ja, das ist möglich. Dann wird ältere Software unterstützt. Da müsste man definieren, was ältere Software ist. Also rückwärtskompatibel, da das Gerät natürlich mit einer Wi-Fi-Anbindung arbeitet und wenn die Software... die ältere Software diese Anbindung nicht hat, dann kann diese ältere Software auch nicht mit dem Gerät reden. Bei unseren Softwarepaketen ist es so, da gibt es ein Update, das ist kostenlos und dann kann man, wenn man das halt hat, also wenn man in der 6er-Version zum Beispiel ist, wenn man jetzt natürlich eine sehr, sehr alte Software hat, dann ist es nicht mehr kostenfrei, dann ist da wahrscheinlich ein kostenpflichtiges Update mit dem Spiel. Wenn es jetzt noch nicht so betagt ist, dann gibt es ein kostenloses Update, was man sich von unserer Homepage runterziehen kann. Okay. Passend dazu auch noch die Frage, kann die neue Suite auch mit dem Exakt 1 verwendet werden? Leider nicht, da braucht man den Exakt Manager an der Stelle. Und dann möchte noch jemand wissen, wie oft gibt es Updates und was kosten die dann? Updates, da muss man differenzieren zwischen, wir sind jetzt beim Exakt 2, deswegen beziehe ich das jetzt mal auf das Exakt 2. Also eine Firmware oder ein für das Gerät selbst, das ist kostenlos, wenn das kommt. Und ein Update der Exakt 2 Suite, die ist auch kostenlos, wenn das kommt. Dann nehmen wir noch eine letzte Frage. Kann man die Tonwertzunahme messen? Ja, natürlich. Okay. Dann möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, Herr Beulicke und Herr Herlitze. War sehr interessant. Sie haben auch in den Fragen gesehen, großes Interesse an dem Produkt.
Meine Damen und Herren, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen für Ihr großes Interesse. Morgen früh geht es dann wieder weiter mit der Print Innovation Week. Um 11.30 Uhr starten wir mit einem Vortrag von Utrex. Da geht es dann um den Zusammenhang zwischen digitaler Transformation und einer Verbesserung der Rentabilität. Vielleicht sind Sie wieder dabei. Ich würde mich freuen. Ansonsten Ihnen allen einen schönen und erfolgreichen Tag und Herr Beulicke, Herr Herlitzer, nochmals ganz herzlichen Dank. Tschüss. Ja. Vielen Dank. Schönen Tag. Dank. Wiedersehen.